Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geschwätzblitz. Ich habe schon ganz rote Wangen. Es ist ganz schön anstrengend, so zu blitzen und nebenbei zu reden. Wir schauen mal, wen wir jetzt in der Playzone finden und ob ich mich diesmal vielleicht ein bisschen besser schlagen kann. Gerade habe ich auf Zeit verloren. Aber ja, das gehört natürlich zum Blitzen genauso dazu, wie gute Züge zu spielen und bei mir jetzt auch noch zu reden. Diesmal werden wir 5 Minuten ausprobieren. Da dauert es dann zumindest ein bisschen länger, bis man auf Zeit verloren hat. Ich fange trotzdem wieder mit Evje an. Und ja, bin gespannt. Oh Gott, skandinavisch. Ja. Hat Carlsen übrigens bei der Olympiade auch gespielt. Aber er ist ja auch dafür bekannt, dass er immer mal wieder interessante Züge auspackt und man sich gegen ihn eigentlich gar nicht gut vorbereiten kann. Damit die 8, den hat er auch gemacht. Vielleicht kommt er jetzt deswegen auch in Mode. Ich weiß nicht so richtig, wie man sich hier aufstellt. Ich versuche einfach mal natürliche Züge zu machen. Gut, der Springer auf F3 wird gefesselt und jetzt muss man so ein bisschen aufpassen, dass man den D4 nicht einstellt, weil die schwarze Idee dann auch häufig ist, mit Springer C6 den nochmal anzugreifen. Aber ja, ich befrage jetzt erstmal, was der Schwarze hier mit seinem Läufer anstellen möchte. Wenn er rausnimmt, hätte ich gleich wieder genommen. Macht er aber nicht, möchte sein Läuferpaar natürlich behalten. Aber gut, H3 ist immer trotzdem ein ganz nützlicher Zug, um sich eben ein Luftloch zu machen. Gut, gegen wen spiele ich hier? Einen Spanier, wenn ich die Flaggen richtig identifizieren kann. Jogevi, oder ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, mit 1863. Ich selber habe mich inzwischen auch erfolgreich auf eine 1800 runtergespielt. Mal schauen, was hier im Duell der 1800er passieren wird. Läufer F4, gut, Entwicklung vollenden, hier auf der Diagonale ein bisschen Druck machen. Ich glaube, auf F4 steht er auch nicht schlecht. Gut, Schwarz zieht schon mal prophylaktisch den Bauern nach vorne, damit er dann eben nicht hängt. Ich würde jetzt gerne irgendwas mit meinen Springern machen, meinen Springer gerne nach E5 stellen. Allerdings, wobei, warum eigentlich nicht? Auf E2 kann ich dann immer noch mit dem Springer wieder schlagen. Oh, ich mache das einfach mal. Ich hatte erst gedacht, dass auf Läufer schlägt E2 ich mit der Dame nehmen muss und dann der Bauer auf D4 nimmt, hängt. Aber ich kann natürlich auch mit dem Springer wieder schlagen und jetzt ist alles gedeckt. Jetzt kann ich vielleicht mit C4 weiterspielen und versuchen, im Zentrum ein bisschen Druck zu machen. Ja, ich glaube, das werde ich auch tun. Dann perspektivisch irgendwie die Dame nach, weiß ich jetzt gar nicht genau, wo die am besten steht. Vielleicht D2, aber dann kommt immer mal Springer E4 vielleicht in Betracht, wobei das auch nicht weiter tragisch ist, weil ich ja dann einfach auch nach E3 weggehen kann. Wenn Schwarz auf E5 schlägt, dann schlage ich einfach mit dem Läufer wieder und versuche dann das Zentrum für mich zu behaupten und ja. Gut, Schwarz versucht natürlich jetzt Platz für seinen Turm auf D8 zu machen, gleichzeitig ein bisschen Druck gegen D4. Ich würde meine Türme auch ganz gerne in der Mitte postieren, deswegen stelle ich den einen einfach mal nach D1, den anderen werde ich dann nach E1 bringen. Irgendwann werde ich vielleicht auch B3 spielen, damit der B2 dann nicht mehr hängt. Jetzt heißt es erstmal die Dame aus der Schusslinie zu bringen, weil so ein bisschen C5 in der Luft liegt, wobei ich den natürlich zur Not auch immer noch nehmen kann, weil dann auch die schwarze Dame hängt. Ich möchte meine Dame eigentlich nicht. Naja, ich ziehe sie einfach mal nach C1, wo sie immer noch den B2 gedeckt hält. Es wäre vielleicht besser gewesen, schon mal vorher einfach B3 zu spielen. Dann hätte ich sie eher nach E3 stellen können oder irgendwo, wo sie mir ein bisschen besser gefällt. Ja, aber ich denke, auf C1 ist jetzt auch kein Beinbruch. Haben wir auch noch ein bisschen Zeit, kann im nächsten Zug dann vielleicht erstmal Turm E1 spielen, anschließend dann irgendwann B3 machen, meine Dame besser stellen. Und ich glaube, die Stellung ist einfach ein bisschen angenehmer für mich, weil ich halt Raumvorteil habe, das Zentrum besetzt habe und weiß auch, Schwarz auch erstmal seine Figuren irgendwie koordinieren muss. B3 habe ich ja schon lange angekündigt, jetzt habe ich den auch endlich mal gemacht. Ja, Schaden kann er bestimmt nicht. Einfach mal so ein bisschen. Ja, jetzt habe ich natürlich die nächste Schwachstelle. Aber der ist vielleicht leichter zu decken.
Ich könnte den auf A4 natürlich auch rausnehmen, aber dann kriegt Schwarz die A-Linie und hat dann dort Gegenspiel. Das finde ich eigentlich eher unangenehm. Und deswegen stelle ich jetzt einfach mal meine Dame nach E3 und decke den Bauern auf B3 von der Seite. Auch wenn wir mit 5 Minuten angefangen haben, habe ich es geschafft, meine Zeit schon mehr oder weniger effektiv zu verbrauchen. Ich bin jetzt bei 2 Minuten 14. Mein Gegner hat noch über 3 Minuten. Das heißt, langsam muss ich mal anfangen, ein bisschen schneller zu spielen und vor allen Dingen auch mal einen sinnvollen Plan zu entwickeln. Ich würde gerne irgendwie meinen Springer von E2 aktivieren, bin mir aber noch nicht so sicher, wo ich den hinstellen kann. Vielleicht irgendwie über G3 nach E4. Schwarz versucht jetzt natürlich hier auf der A-Linie auszunutzen, dass er die besetzen kann. Vielleicht auch Turm A3 mit der Idee, den B3 anzugreifen. Aber dann dachte ich, kann ich einfach Turm D3 spielen und den von der Seite decken. Und vielleicht auch mal den Turm dann auf der dritten Reihe irgendwie gen Königsflügel manövrieren. So, ich lasse mich davon jetzt einfach mal überhaupt nicht beirren. Da ich meinen König auch immer dann noch irgendwann nach H2 stellen kann, wo er eigentlich ganz sicher steht, meiner Meinung nach. Jetzt überlege ich gerade, wenn Schwarz hier auf E4 nimmt, ob ich dann vielleicht auf D7 wieder nehmen kann. Dann kann Schwarz oder sollte Schwarz, glaube ich, auch die Dame nach D8 stellen, weil die Dame eben hängt und Schwarz sonst eine Figur verlieren würde. Aber nach Dame D8 habe ich, glaube ich, auch keine großen Möglichkeiten, weil dann sollte ich wahrscheinlich den Springer auf E4 denn wieder nehmen. Aber gut, es kam nicht, deswegen muss ich mir da jetzt keine Gedanken mehr drüber machen. Verschwinde stattdessen mit dem König nach H2. So, jetzt kann natürlich wieder das Gleiche kommen. Springer schlägt E4, aber ich meine, dass ich dann einfach wieder nehme. Da mein Springer ja auf E5 eigentlich ganz gut steht und ich dann lieber dem Schwarzen das Tauschen überlasse, um gleich meinen Läufer oder meinen Bauer besser zu positionieren. So, für Schwarz ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach. Vielleicht möchte er jetzt mit Dame E1 versuchen, Damen zu tauschen, beziehungsweise dann mich irgendwie hier meinen König zu bedrängen. Ich würde ja jetzt schon gern hier irgendwas Taktisches gewinnen, aber ich glaube, das geht nicht. So, jetzt ist, glaube ich, eher schnell spielen angesagt als gut. Gut, ich greife einfach mal den F7 an und gucke, ob Schwarz den gut verteidigen kann. Wenn er auf E5 nimmt, macht er nicht Turm E1. Okay, weggehen am besten. Sonst ist die Dame weg, das wollen wir nicht. Jetzt ist der Nachteil natürlich, ja, ich habe es gerade gemerkt, dass ich das Feld G3 sozusagen verstellt habe und mir jetzt matt droht. Deswegen muss ich das wieder frei machen. War jetzt ein bisschen unglücklich gelaufen. Aber ist alles, glaube ich, noch nicht so schlimm, weil der König auf G3 sieht natürlich erstmal komisch aus. Aber ich glaube, im Endeffekt steht er da nicht so unsicher. So, Springer H5. Ist der jetzt schlimm? Vielleicht kann ich dann auch. Ah ja, doch, der ist ein bisschen schlimm. Aber das ist jetzt natürlich blöd, mit wenig Zeit hier eine gute Lösung zu finden. Vielleicht. Ich gucke einfach, was passiert. Nach Springer H5 kann ich immer noch nach H4 gehen. Ist zwar, sieht irgendwie alles sehr unangenehm aus mit meinem Springer in der Fesselung und alles. Aber immerhin ist der schwarze König jetzt auch ein bisschen geschwächt. Und ich muss nur mal da mit meiner Dame irgendwie reinkommen. Springer H6 Schach liegt immer mal in der Luft noch. Und dann, wenn ich einen guten Abzug für meinen Läufer finde, kann das auch schnell mal noch anders gehen. Ja, müssen wir einfach schauen, ob ich das jetzt hier mit 39 Sekunden irgendwie hinbekomme. Schwarz kann natürlich dann auch immer seine Springer dazwischen stellen. Den kann er rausnehmen, wenn ich Läufer E5 spiele. Mein Springer ist leider gefesselt auf G5. Deswegen kann ich den nicht ziehen, auch wenn ich gerne auf E6 schlagen würde. Ups, Zeit ist knapp. Schach gesehen, Schach gegeben. Ich glaube,
Ja, er musste nehmen, weil sonst meine Dame gleich reinkommt. Jetzt ist immerhin das Feld F7 schwach, aber dafür ist mein König jetzt auch in Bedrängnis. Ich glaube, jetzt muss man einfach gucken. Oh, das ist natürlich sehr unangenehm, ob Schwarz jetzt hier ein Matt hat oder nicht. Ich hoffe einfach mal, dass meine Stellung noch hält und dass ich noch mal einen Zug komme. Aber das sieht unangenehm aus. So, was habe ich denn jetzt? Ich habe, glaube ich, nichts weniger dafür, aber weniger Zeit. Und das ist im Blitzen das größere Übel. Ich versuche jetzt einfach noch auf der Grundlinie ein bisschen zu tricksen, aber es wird wahrscheinlich nicht reichen. Ja, leider nicht. Ja, spannende Partie fand ich eigentlich. Also dadurch, dass mein König dann so ein bisschen übers Brett gewandert ist, wahrscheinlich total inkorrekt, weil andauernd irgendwelche Sachen für beide Seiten gingen. Das sieht man dann halt in der Blitzpartie nicht so gut. Aber ja, mit dem König auf H4 und allen möglichen Figuren noch auf dem Brett war eigentlich eine ganz interessante Partie. Schade, dass es dann am Ende nicht gereicht hat, aber ja, so ist das halt, ne? Ja. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen gefallen und ja, ich freue mich aufs nächste Mal.